Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever 2. Wir sind wie in der letzten Folge in Antwerpen, weil wir einfach hier noch ein bisschen was zu tun haben. Wir warten jetzt noch darauf, dass das Schiff ankommt. Es muss noch einmal über den großen See rüber. Schiff Nummer 2 ist auch schon auf dem Weg, um weiteres Rohöl abzuholen. Das ist eine ganze Menge, was da im Übrigen liegt. Könnte man sogar noch mehr Schiffe auf die Linie setzen. Aber da wir jetzt noch ein bisschen was ausgeben werden an Geld und ich mal keinen Kredit aufnehmen möchte, vielleicht kriegen wir das mit dieser Folge mal hin. Letzte Folge haben wir, glaube ich, in den letzten 5 Minuten noch einen Kredit aufgenommen. Vielleicht lässt sich das heute vermeiden. Wir stellen gerade hier alles her bis zum Treibstoff und liefern den auch schon in die Stadt. Gut, noch tut sich nichts, weil wir noch auf die allerersten Rohöl warten. Und nebenbei haben wir schon angefangen, Holz vom Wald 1, wir haben 4 in Antwerpen, aber wir brauchen erstmal nur einen zum Sägewerk zu bringen. Haben wir schon einmal angeliefert? Muss ja, sonst hätten wir ja kein Geld oder keinen da haben können. Ja, haben sogar schon Geld angeliefert. Ach, Geld angeliefert, ja, das wäre noch schöner. Haben schon das erste Holz angeliefert. Liegt auf jeden Fall mehr als genügend auch rum. Das Holz kommt jetzt hier zur Werkzeugfabrik und dann bringen wir es rüber nach Pottbus. Und müssen mal gucken, ob wir dann auch schon Rohöl mit zurücknehmen. Aber erstmal liefern wir Werkzeug darüber und machen das Ganze hier ein bisschen attraktiver für uns. Ich möchte diesen Schlenker hier nicht fahren. Hier wird auch noch eine Straße hinkommen. Aber fangen wir erstmal mit der Straße hier Richtung Pottbus an. Haben wir jetzt gerade 1,2 Millionen, damit starten wir gerade. Gucken wir mal, wie viel wir so am Ende der Folge haben. Können wir eigentlich direkt hier bleiben? Wir müssen jetzt links sein. Wir brauchen auf jeden Fall zwei, einmal anliefern, einmal abholen. Heißt, ja, machen wir ruhig 30. Sieht schön aus. 10 ist mir zu kurz. Wenn du die langen LKWs dann da hast, dann das, ja, ist zu kurz. Also man kann nicht optimal abladen. Machen wir ruhig so, auch wenn es jetzt 200.000 kostet. Ich finde 30 ist irgendwie so eine okay Länge. Wir reden ja auch immerhin von der Wirtschaft, ne? Da darf ja auch mal ruhig ein bisschen mehr Platz sein. Dafür ist die Arbeitssicherheit dann auch gegeben. Ja, hier machen wir jetzt weiter noch mit der Stadtstraße. Ich würde sagen, so ein bisschen können wir noch. Da gehen wir ganz hier rüber. Da machen wir noch so ein Stückchen. So, und dann dürfen wir 60 fahren. Haben wir zwar noch nicht, aber wir können aber noch Geld sparen. Ja, wir machen mal dieselbe Breite. Gut, dann haben wir das. Dann können wir sogar die eine Linie schon mal wieder weitermachen. Und zwar von hier nach darüber. Und zwar ist das jetzt Antwerpen. Das haben wir Holz genannt. Das ist das Bretter. Das mit der Anlieferung hatten wir uns ja auch, glaube ich, gespart. Und beim Roll habe ich es, glaube ich, am Dienstag trotzdem gemacht. Naja. LKW machen wir. Wir haben 3 auf. Moment, das Verhältnis hier ist 1 zu 1, oder? Ja, dann machen wir noch hier ein LKW von dem Planwagen Mack und 2 auf der anderen Seite. Das heißt, wir brauchen gerade 3. Du gehst dann hier hin und ihr 2 geht auf die grüne Linie. Also hier geht jetzt schon einiges, also hier passiert jetzt schon einiges. Ja, könnte sogar fast. Naja, nee, der Weg ist ein bisschen länger. Da bräuchten. Machen wir noch einen 5. Wir haben ja jetzt ungefähr noch 1 Million auf dem Konto. Und dass wir ja nicht leer ausgehen, machen wir ruhig. Nee, einer reicht ja. Machen wir ruhig so. Noch einmal Geld, was wir rauswerfen können. So, die Straße hier steht schon, die Abkürzung. Dann fahren wir hier rüber. Und sind in Pottbus. Und müssten links abbiegen. Das ist sogar okay. Dann bleiben wir von den Wohngebäuden fern. Die Frage, wie weit
bleibe ich links für meine Anlieferung. Ich würde ja schon gerne alles anbinden auf einmal. Ich glaube, ich nur gehen, wenn man hier irgendwie an die Hauptstraße rangeht. Natürlich auch erstmal jetzt gerade noch zu teuer. Machen wir mal 1-1 ruhig. Wir können nach unten noch einen Straßenanschluss machen. Oh, wir müssen, glaube ich, sogar, müssten sogar drei Gebäude abreißen. Ja. Das ist natürlich viel zu teuer. Vielleicht für später, wenn wir irgendwie so dran gehen und dann noch einen Straßenanschluss nach oben bauen. Das könnte man echt machen. Dann machen wir jetzt noch zwei länger, damit wir uns das merken und dann bauen wir nach oben. Irgendwann. Boah, das werde ich mir nie merken können. Und selbst wenn ich mir das aufschreibe, ich glaube, das wird trotzdem... wird klappen. Okay, wir haben eine Kollision, vielleicht ist da doch ein Höhenunterschied drin. Oh, da ist auf jeden Fall ein Höhenunterschied drin. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber wir haben jetzt hier zumindest erstmal einen Platzhalter geschaffen. Gut, dann Straßen. Einmal. Zweimal. Da liefern wir an. Ab, ab, ab. Oder, ne, an geht ja auch. Anlieferung von den Werkzeugen. Wie sieht unsere Abdeckung aus? Ja, sogar sehr gut. Bis hier auf ein paar Gebäude. Das heißt, von den 88... ja, bleiben wir auch mal bei 60, wie in Antwerpen. Was ist, also das sind Zahlen, die erreichen wir gerade eben noch lange nicht. Und dann sieht das auch schon wieder ganz anders aus. Ja, machen wir auch da mal eben die Linie. Und dann können wir uns noch was zu dem Rohöl überlegen. Ich glaube, die Stadt wird jetzt auch dann, wenn ich da so viel baue, muss jetzt oder bleibt dann auch einfach noch Cottbus. Also klar, ich denke auch ihr habt mal an Cottbus gedacht, weil es so ähnlich klingt, aber es sind deutsche Städtenamen. Das heißt, es wird auch irgendwo die Stadt Cottbus geben. Kann ja gleich mal gucken. Wir könnten ja mal auch ein bisschen mitfahren, dann machen wir auf jeden Fall ein bisschen Geld. Liefern wir hier schon Bretter an? Ja, die ersten liegen da. Wir könnten 9 mitnehmen und es liegen 4 da. Das ist ja nicht Sinn und Zweck. Das heißt, wir bräuchten vielleicht doch nochmal 2 LKWs, die mehr anliefern. Weil hier liegen 300. Okay, 200. Zumindest die LKWs hier vollfahren. Der nimmt jetzt 4 mit von 9. Na, ne, wir müssen mehr anliefern. Vielleicht hätte ich auch mehr als 2 LKWs kaufen sollen. Jetzt kaufen wir erstmal ein LKW für die Linie. Damit da auch mal Werkzeuge schon mal produziert werden und auch lagern können. Vielleicht kriegen wir das sogar hin, wenn der jetzt direkt dahin fahren würde. Hier liegen schon Bretter. Ne, oh, ich dachte, da liegen schon Bretter. Aber zumindest werden da vielleicht schon 4 Werkzeuge rausgemacht, dass der gar nicht leer fährt. Und jetzt ist noch, muss ich noch mal kurz gucken, wie könnte das jetzt dann weitergehen mit den, mit dem Rohöl. Wir fahren voll hoch. Liefern hier ab, dann liefern wir Rohöl hier hin, fahren mit dem Rohöl wieder zurück und es liegt hier. Das könnte, wir liefern Bretter hin, liefern das Rohöl hier hin. Wo wir den Treibstoff abliefern. Mit dem Treibstoff könnten wir hier eine Zwischenstation machen auf dem Rückweg. Und dann könnte das funktionieren. Ist natürlich jetzt auch dann über wie viele LKW-Stationen? Ne, einmal hin. 2, 3, 4 Stationen wird das Rohöl hingeliefert werden. Ob das noch wirtschaftlich ist, weiß ich nicht. Ich würde sagen, bei Transport Fever... ist das wirtschaftlich? Kann ich mir gut vorstellen. In der Realität... ah, vielleicht auch. Es gibt ja nicht überall Rohöl. Oder eine Ölquelle.
Das sieht aber auch irgendwie nicht schlecht aus, wenn das hier so ein bisschen hoch ist. Aber ich glaube, ich trinke vorher mal einen Schluck. Also das sieht auch nicht schlecht aus, wenn das hier so noch einen kleinen Weg hoch geht. Dann würde ich aber auch nicht hier, wo es wieder runter geht, die Haltestation machen, sondern hier rein. Ich glaube, das sieht zwar auch nicht schön aus, weil es hier doch noch ein bisschen höher geht, aber gucken wir einfach mal. Lassen wir uns überraschen. Das heißt, wir drehen das wieder so und brauchen dann wieder nur links. Nein, genau falsch herum jetzt angeklickt. Okay, wir schütten halt auch auf und gehen oben in den Berg rein. So. Könnte so machen. Das sieht, glaube ich, gar nicht so schlecht aus, wenn wir hier oben bleiben. Wir fahren jetzt hier runter. Ich hoffe, das funktioniert noch, so wie ich mir das vorstelle. Weiß ich, falls ihr mal Euro Truck Simulator 2 gespielt habt, da gibt es ja auch teilweise Industrien, da fährt man auch einige Meter noch Schotterweg hin. Irgendwie von der Hauptstraße ab und dann nochmal so einen Schotterweg lang, oder so einen Sandweg besser gesagt, so wie hier. Daran hat mich das gerade erinnert. Oh, wir haben ein Upgrade unserer Güter-Tram mit 50 km/h jetzt. Und es wird mehr und mehr und mehr. 725.000, aber dafür 8 Waggons. Ich glaube, bis jetzt hatten wir 6 Waggons als Maximum. Wenn wir die austauschen, ja, können wir uns, glaube ich, nicht leisten. Ich glaube, wir haben 4 Stück auf der Linie. Wir können uns gerade noch nicht mal 2 leisten, neu gekauft. Mit den alten Werten würden schon 2 drin sein. Also mit den Altwerten. Gut, dann haben wir die Linie auch. Ja, ein Fahrzeughändler gibt es in jeder Stadt. Deshalb würde ich in Pottbus jetzt auf jeden Fall auch noch eine ohne Problem oder mit ruhigem Gewissen noch ein Fahrzeug Depot machen. Und ich mache das hier jetzt mal genau gegenüber der Abzweigung, dass das wie so eine Art Händler fungiert, wenn irgendwie da jemand mal eine Panne hat oder irgendwie sowas oder vielleicht auch mal ein Päuschen machen würde, dass man irgendwie, wenn man was braucht, was nachkaufen kann. Spanngurte, Paletten, was man ja alles mal so bei der Ladungssicherung braucht und vielleicht mal irgendwo liegen lässt, vergisst oder irgendjemand lädt es aus, Rutschmatten. Wir holen hier ab und liefern hier hin. Und ich möchte einfach nochmal gucken, ob es funktioniert. Deswegen, ja, ich nenne das Rohöl und hole einfach nur einen LKW. Ich nehme auch den kleineren, den hier. Weil der Werkzeug-LKW, der hat so eine lange Strecke zurückzulegen. Ich hoffe mal, er hat was dabei. Er hat was dabei. Genau die 4, die da lagen. Sehr gut. Und hier liegen jetzt 9 Bretter und er holt 9 Bretter ab. Das ist auch sehr gut. Die fahren schon im Konvoi. Ne, der eine hat schon abgeliefert. Fahren die hier im Kreis? Moment, Linien anzeigen. Ja, Gelb fährt sogar einmal im Kreis. Wer kommt hier rein? Dreht. Wäre es nicht besser, wenn Gelb da hinten ablädt und. Also, wenn Rot und Gelb tauscht? Oh, das glaube ich besser. Der Gelb fährt hier zweimal im Kreis, jetzt nicht mehr. Okay, haben wir das auch. Müssen wir mal gucken, gibt da schon was? Noch nicht. Okay, dann lassen wir das erstmal. Ich würde gerne... Na, stopp. Hallo. Okay. Ab und an habe ich, dass der W oder S oder A oder D irgendwie noch da hängen hat und dann noch ein bisschen weiter fährt, als ich das gerne möchte. Wir machen 173.000 mit einer Ladung Rohöl. Und die erste war ja schon voll. Also 173.000. Ihr seht die Linie. Oder nee, das Schiff an sich ist schon im Plus. Du hast eh gerade abgeliefert. Dürftest noch mehr Plus haben, weil da weniger Betriebskosten waren. Ja, das läuft auf jeden Fall an. Da könnten wir sogar noch ein Schiff machen. Da liegen 220. Wir haben 1,6 Millionen Schiff, kostet 500.000. Alles, was gerade in diesem Format zuverlässig Geld bringt oder in der Dimension, machen wir. Rohölanlieferung. Ich glaube, ich bleibe jetzt einfach mal noch die Folge in der Ecke und gucke einfach, dass wir einfach mal
das Potenzial, was hier herrscht, nutzen. Wir haben ein LKW, meine ich, mit Rohöl. Das ist der rote. Und du bist offen. Ja, okay, dann sieht man auch ein bisschen was. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Und wir kaufen dem jetzt auch einfach mal. Du bist jetzt gerade alleine. Wir kaufen mal 5 noch dazu. Die Linie wollte ich machen. Ah ne, ist das sogar die falsche Linie? Ah ne, doch, richtige Linie. Das heißt, wir können jetzt auch, dann haben wir da jetzt 6 fahren und haben einen hier. Das heißt, wir können sogar noch 2 hier holen. Weil die haben auch den kürzeren Weg. So, das ist jetzt ein bisschen mehr, also wir haben noch viel, viel mehr Potenzial, aber die müssen natürlich jetzt auch erstmal liefern, damit wir produzieren. Das heißt, ich würde jetzt erstmal nochmal ein Momentchen warten, bis wir da nochmal mehr einkaufen gehen. Okay, das war eigentlich schon fast zu schnell hintereinander gekauft. Gut, dann machen wir denselben Fehler nicht nochmal und holen jetzt hier nochmal neue Holz-LKWs. Warum habe ich denn bei denen die geholt? Die anderen wären ja auch nicht schlecht gewesen. Einfach damit man vielleicht auch das Holz mal sieht. So ist es natürlich. Ja, es wird nicht nass. Okay. Ja, okay. Das ist nochmal ein Fässern und das Holz würde nass werden. Okay, das würde ich verstehen. Ich hoffe mal, die kriegen sich... Boah, das dürften aber auch nicht mehr sein, wenn die sich hier gegenüberstehen und nicht mehr weiterfahren können. Das wäre nicht ganz so schön. Okay, dann kaufen wir doch nochmal... Wenn wir 6 haben, kaufen wir nochmal 4, dann haben wir 10. So, 4, 6, 7 haben wir. Dann kaufen wir erstmal 3. Kosten ja auch alle ein bisschen was. Also einen Kredit zurückzahlen können wir heute auf jeden Fall nicht. Und da warte ich jetzt erstmal noch ein bisschen. Ich lasse jetzt erstmal so hier laufen. Wir bleiben auch hier. Ah, er liefert an. Okay, ne, wir gehen mal hier rüber. Ich hatte eigentlich vor, bei den Gütertrams mal zu gucken, wie es da aussieht, weil wir ja jetzt da auch was Neues kaufen könnten. Aber wenn der gerade hier die Möglichkeit hat, abzuliefern... Okay, das gibt aber, glaube ich, auch unfreiwillig 2 Euro ins Phrasenschwein. Abliefern im Sinne von Geld verdienen und halt die Waren abliefern. Ja, was wäre jetzt so mein Wunschgeld? Am liebsten würde ich jetzt 12.000 verdienen, damit wir... Ja, eigentlich müssten es mehr als 12.000 sein, oder? Ja, für die Rückfahrt, aber da macht nur einer Gewinn. Müssten mehr als 12.000 sein. 15, ja passt. Und ich sehe hier auch... ein Rohöl-LKW fahren. Das heißt, die Linie akzeptiert das so. Sonst würden sie es, glaube ich, nicht machen. Aber... die Frage ist, ob es sich rentiert. Wir haben jetzt gerade 2 hier. Der sollte schon voll fahren. 3. Ja, es ist nicht viel. Da müssen wir jetzt wirklich mal abwarten, ob... Also wenn der voll fährt, würde ich es machen, weil der fährt dann halt nicht leer zurück. Und wenn der Gewinn macht, ist... Der macht Gewinn, der macht noch mehr Gewinn und die anderen Linien dann halt auch. Aber es steht und könnte... Ja, obwohl, wenn der Verluste macht... pro Fahrt, aber der ist ja häufiger unterwegs, füllt trotzdem den anderen auf. Ah, okay, muss man mal gucken dann. Der wird auf jeden Fall nicht, wenn er einen hin und her fährt, Gewinn machen. Das werden jetzt, keine Ahnung, 1500, 2000 sein maximal. Ja, 1428. Da, der muss schon vollfahren. Aber können wir gleich vielleicht auf dem Rückweg einmal gucken von unserer Reise oder kleinen Expansion. Ne, Exkurs. So, wie sieht's bei dir aus? Du fährst leer. Okay, du sollst auch leer fahren. Und du fährst nicht voll. Das geht aber nicht. Du fährst auch nicht voll. Wir machen 32 von 36. Du machst jetzt mal 33. Okay, da ist nicht mehr Luft nach oben. Also das... bleibt gleich. Hier haben wir 72. Wie viel möchte das Schiff mitnehmen? 70.
läuft auch noch. Wie sieht's hier aus? Null auf Lager. Die holen hier nach und nach was ab. Okay. Wir könnten vielleicht auch hier eine zweite Tramstation machen. Den Weg hier nehmen und eine rüber packen, dass die durchgehend vollfahren und nochmal zwei kaufen. Oder lassen wir es erstmal so. Wir haben jetzt hier 35, der fährt fast voll. Dann wird der jetzt aber wieder ein bisschen weniger mitnehmen. Okay, dann bleiben wir doch nicht nur in der einen. In der einen Stadt. Gebäude, nee, nicht Gebäude. Das, so, wir gucken wieder so, also links. Wir liefern ja nur, ne, wir holen ja nur ab. Okay, was heißt nur? Wir holen ab. Weiß nicht, haben wir elektrisch? Nein. Oh, jetzt weiß ich nicht, ob ich noch die alten Trams kaufen kann, weil wir haben ja jetzt die neuen gekriegt. Das wird ein Glücksspiel. Guck mal, glaube ich, lieber vorher einmal nach. Ah, das sind die neuen. Das ist Ivan. Der geht 49. Ihr seid gerade gekommen. Ja gut, dann bleibt das Vorhaben bestehen. Wir müssen nur die Straßen ausbessern. Da haben wir drei Fahnen. Dann haben wir auf dem anderen Weg auf jeden Fall auch drei. So, du kannst dann einmal. Ah, ich habe die Linie noch nicht gemacht. Machen wir erstmal die Linie. Güterdram, Dortmund, Holz 2. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Waggons. Ja, jetzt wird sich natürlich ab und an ein bisschen stauen bei der Ablieferung. Aber da habe ich halt jetzt zu nah dran gebaut und möchte jetzt auch nicht das Geld in die Hand nehmen, das nochmal eben umzuändern. Drei Trams haben wir gesagt. Das passt auch noch vom Geld her. Hoffen wir mal, dass die jetzt vielleicht erstmal hier rüberfahren und er fährt gerade. Also wenn die jetzt drehen, haben wir vielleicht noch einen guten Takt. Sonst würde ich die sogar vielleicht mal wenden lassen. Bis die da produzieren. Ich lasse den zweiten wenden, glaube ich. Und so. Wartest du, weil der fährt, ne? Ja, oder? Rammt ihr euch jetzt? Ja, okay. Ich weiß halt nicht, wie schnell die jetzt produzieren. Weil wir fordern ja auch direkt erstmal 108 ab. Die wollen ja auch erstmal gefällt werden, die Bäume. Ja, noch hat er es nicht erkannt, dass die jetzt produzieren müssen. Ja, Produktion geht schon mal auf 2 hoch. Es wird, aber so 100 wären schon wünschenswert. Wollen wir der erste, der hier liegt, überhaupt? Oder habe ich was Falsches gemacht? Wir haben eine Güterhaltestelle. Das ist auch ein LKW-Symbol. Das ist auch ein LKW-Symbol. Die haben wir sogar elektrisch gemacht, okay. War ja anscheinend nicht nötig. Schade. Wäre schön, wenn hier jetzt mal was kommen würde. Wir haben gleich schon die Tram da. Weil sonst haben wir jetzt drei Trams, die nichts verdienen. Das auch nicht so geil wäre. Produktion steigt aber weiter. Ist angeschlossen. Das ist so der Punkt, da verstehe ich teilweise das Spiel nicht. Bei den anderen Sachen direkt 200 dahingelegt, ohne Probleme. Und jetzt gerade
Wollen sie nicht? Eins, zwei, drei, vier. Okay, ich brauche auf jeden Fall noch eine vierten Haltepunkt, damit es gut aussieht. Aber der lohnt sich auch nur, wenn man da mal was abholen kann. 7. Und leer. Das wird nicht daran liegen, dass der Haltepunkt zu kurz ist für die Trams. Daran wird es auf jeden Fall nicht liegen. Also es geht langsam hoch, aber ich weiß nicht warum. Ah, jetzt einer. Ah, lag vielleicht doch an dem Haltepunkt. Oder es liegt halt daran, dass einfach die Nachfrage nicht da ist. Das könnte daran liegen, dass hier zu viel liegt. Das heißt, wir kaufen auch schon mal ein zweites Schiff. Das haben wir da auch die Riga? Ne, Rigi? Rigi. Ah, steht auch drauf, sehr gut. Der Weg dahin ist eh ziemlich lang, deswegen können wir die ruhig jetzt schon mal holen. Dann muss ich aber einmal hier rüber. So, du fährst jetzt dann da und holst mir ab. Und bevor ich es vergesse, ich glaube, 17 haben wir hier liegen. Abholen wäre 7. Du holst auch noch was ab. Holst auch noch was ab. Einen können wir, glaube ich, klonen. Oh ne, genau, falsch. So, haben wir auch das. Dann fliegen wir nochmal zurück und gucken mal, was sich jetzt so in der Zeit getan hat. Da, über Podbus wollte ich fliegen. Hier liegen jetzt 9. Das ist genau das, was wir mit zurücknehmen können. Und hier liegen 19. Das heißt, auch der wird jetzt immer voll fahren. Ist deshalb auch im Plus. Und wenn volle Betriebskosten da sind, ist der auch im Plus. Sehr gut. Also die Linie läuft. Die Linie wird jetzt auch laufen. Oh, ich sehe schon. Hier ist auch jetzt Luft nach oben. Das heißt, wir werden jetzt nochmal... Oh, können wir fast 4 LKWs noch kaufen für die Linie. Also 4 mal 9 sind 36. Wir haben fast das Doppelte da liegen. Und die Wege sind lang. Und hier aus Diebstahl, wegen dem Diebstahlschutzes die Plane, damit man nicht sieht, was drunter ist. Ich glaube, das habe ich bei dem anderen auch gemacht. Ja. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr die... Ja, sind wir sogar Minus. Ich würde sagen, jetzt haben wir auf jeden Fall nicht mehr Geld, um was zurückzuzahlen. Die haben natürlich jetzt auch einen schlechten Takt für hinten, um dann so viel Rohöl mitzunehmen. Ich hoffe mal, das pendelt sich alles ein. Ich sehe auf jeden Fall schon wieder so ein kleines Trauma. In... Oder bei Hilden war ja auch mit unserer Holzverarbeitung... Was hatten wir da? Wir hatten Holz oder wir hatten Wälder. Wir haben daraus Bretter gemacht. Wir hatten einen Hafen. Ein bisschen eingegrenzt auch von dem Land und von der Eisenbahnlinie, die da irgendwann lang fuhr. Ja, ich sehe schon so ein kleines Trauma, dass das hier auch alles ein bisschen eng werden könnte. Und es wird auch jetzt gerade schon zu eng. Da gucken wir mal. Aber das ist natürlich auch, macht natürlich auch mal ein bisschen was her. Gut, dann haben wir jetzt die Bretter, die da liegen. Hier ist okay, da liegt nicht viel. Hier haben wir es auch aufgeteilt. Ja, das sieht alles ganz gut aus, finde ich. Dann würde ich sagen, was ist an der Stelle? Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, die Folge hat euch unterhalten. Ich bin sehr zufrieden mit der Folge. Auch wenn wir vielleicht während der Anmod noch 500.000 zurückzahlen könnten. Sehr gut. 20.000, ja glatt. Haben auch keinen Kredit aufgenommen. 500.000 zurückgezahlt. Ich finde, wir haben jetzt, glaube ich, mit der Folge und der am Dienstag eine richtig gute Weiche gesetzt oder gelegt, um auch kontinuierlich jetzt große Einnahmen zu generieren. Also immer mal da 10.000, da 10.000, aber halt in einem sehr, einer sehr hohen Frequenz, im sehr hohen Takt. Jetzt schon wieder bei 160.000.
Und das erstmal noch ohne Züge. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass wir ab jetzt Richtung Schuldenfreiheit gehen, außer ich mache wieder irgendwas. Und was ich mache, sehen wir nächste Woche. Jetzt gerade weiß ich noch nicht, was gerade so ansteht. Könnt ihr ja mal gucken hier, Option 1 und 2, die ich am Dienstag genannt habe, mit Brot bzw. einer Personenlinie nach Antwerpen. Müssen wir mal abwarten. Und ja, vielleicht habt ihr auch was, was ihr gerne sehen wollt, was ich gerne machen soll oder so. Dann einfach in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis nächste Woche Dienstag. Ciao.